Insel. Oh. Oh, oh, das ist schöne Musik da. Du, 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 du. No. So, kurz geheult. Genau, perfekt da. Das wäre das so gewesen. Als wäre das so gewesen. Das sieht so richtig cool aus, ey. Findest du? Von der Seite noch ein bisschen so. Na? Schick. Hier oben ist es jetzt halt so. Wobei. Ja. Wobei. Ist uff. Kriegen wir auch noch hin. Halt eins früher. Ja. So. Damit ist es erledigt. Ich mach mal Time Set Day. Und dann geht's weiter. Jetzt kannst du ruhig wieder 3 breit werden, wa? Oder wird das jetzt. Okay. Okay. Die Musik müssen wir rausnehmen das nächste Mal. Das weiß ich noch. Weil doch nie so ganz gehen. Also können wir, ja, aber da wird Nintendo sagen, nee, nee, nee und bla. Aber grundsätzlich, hast du da bestimmt eine Playlist erstellt direkt, oder? No. Lass es einfach rausnehmen. Alles, was so mit Nintendo zu tun hat, hat keinen Sinn. Okay. Immer dasselbe naja. Im Verein. Jetzt optimieren wir wieder. Das habe ich damals mit dem Graujo gemacht. Da haben wir auch ein bisschen optimieren müssen, wo ich hochgeladen habe und dann, das ist ja Content, bla bla bla. Content von Dritter stört bei uns nicht ganz so schlimm, nee. Weil wir es sowieso nie monetarisieren. Richtig, aber ich finde schon, dass wir es trotzdem nie machen müssen. Wir sind dann einfach auf der sicheren Seite. Falls Nintendo irgendwann sagt, nö, jetzt wollen wir es gar nicht mehr, jetzt werden wir hier alle rausballern, was ich mir bei Nintendo auch irgendwann vorstellen kann. Es sei denn, die werden jetzt endlich mal klar im Kopf. Eine Höhle drunter. Na toll. Ja, Höhle, 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 Höhle. Komm mal einfach zu. So. Ja, Nintendo mit ihrer Fanpolitik ist ganz schlimm. Ja. Das ist es wohl. Geht doch hier. Ja. Man merkt auch, dass Sommer ist, ne? Der Chat ist halt auch ziemlich ruhig. Ja. Ja. Alle am Ölen oder am Regen gucken, so wie Janni. Ja, scheint es zu regnen beim Janni. Da wird er nie aufgegessen. Hat er wieder nie aufgegessen, ne? Haben wir dir doch schon 3-mal gesagt, Janni. Genau. Immer schön auffressen. Immer schön aufessen. Wichtig, wichtig, pumpichtig. Richtig. Kurz hier ranglotzen. Okay, weiter geht's. Wieder irgendwas drunter hier. Macht schon mal Spaß, so einen Weg zu basteln, muss ich sagen. Kommt ja, muss auch mal sein. Ja. Man kann auch ein bisschen quatschen dabei. Naja, und zumal halt, es eröffnet halt neue Möglichkeiten. Ja. Und das finde ich wichtig. Man sieht ein bisschen was von der Landschaft mal. Genau, die man schon ewig generiert hier hat. Ja. Und das ist war ein gerades Stück Weg, das ist ja Wurst. Ja, klar. Immer mal rinnen damit. Kann dann hier irgendwie so ein Hafen hin oder irgendwas. Oh. Sorry. Oder ein kleines Fischerdorf. Ein kleines Fischerdorf. Genau. Aber in der Wüste gibt's halt nicht viel. Das ist klar. Aber man kann ruhig mal auch eine kleine Wüstenstadt basteln. Die passt ja hier super hin. Und da gibt's dann, kann man dann wieder einen Bahnhof hinsetzen und bla. Und ja, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ach so, gehst du hier schon hoch, weil du hier nichts mehr gemacht hast? Ja. Ah, okay. Vermutlich bin ich da dann schon hochgegangen, oder? Du kannst auch noch einfach unten bleiben, wieder. Ja, nee, das terraform ich hier einfach die Stelle. Zack, zack, fröhlich zack, zack, bist. Zack. So. So. Genau. Boah, schickimicki. Ja, was mir gestern so durch den Kopf ging. Das halbe Jahr ist schon rum, ne? Ja, nur.
das stimmt. Ist ein halbes Jahr rum jetzt wieder. Naja, wieder. Ja, ist schon wieder heftig. Vergeht ging tierisch. Schnell, wie immer. Ja. Jetzt kommen langsam die Urlaubsmonate. Oder die sind halt jetzt schon. Dieses Jahr bei uns halt ziemlich zeitig. Und dann ist schon wieder fast das, also das dritte Quartal vorbei. So kann man das eigentlich schon fast beschreiben. Und dann ja. Geht's wieder aufs Jahresende zu. Dann geht's schon wieder aufs Jahresende zu. Naja. Dann ist endlich Weihnachten. Dann gibt's Geschenke. Oh, wow. Super. Super. Weihnachten. Kylo. Ich hab, glaube ich, dieses Jahr Weihnachten sogar mal frei. Cool. Kommst du her? Na, ich werde sicherlich nach Görlitz fahren, ne? Ja. Teichi ist wahrscheinlich auch bei mir. Da kannst du ja auch mal rumkommen. Können wir uns ja jetzt kann schon was machen, ausmachen. Ne? Weißt du? Ist ja schon Juli. Kann ich aber gar nicht versprechen, weil meistens ist Heiligabend halt bei meinen Eltern und ersten Feiertag bei der einen Oma und zweiten Feiertag bei der anderen Oma und es geht ja dann muss abends, ich wieder oder? Arbeiten. Abends? Naja, manchmal geht's abends, ja. Manchmal habe ich dann abends auch Zeit, das stimmt. So wenig, ja. Also, der Teichi kommt Uni vor. Auch so strunzen betrunken. Ja, ja. Dass ich überhaupt keine Chance mehr habe, mich irgendwohin zu bewegen. Nee, ich meine, der Teichi kommt ja oder dann erst abends, sowas bis ich gegen 19, 20 Uhr rum, weil da ist ja dann das meiste Geschehen eh vorbei. No. Na gut. Ja. Heiligabend machen wir sowieso das ganze Bescherungs, was auch immer, erst dann nach dem Abendbrot irgendwann. Naja, nur, wie gesagt, vielleicht passt es ja eh in der Tage. Ja, mal gucken. Siehst du, Janni sieht das auch so. Schuljahr ist bei ihm vorbei. Nächste Woche letzten Prüfung, ja. Schön ranglotzen. Oh. Ja, genau. Das bringt dir der Weihnachtsmann nicht. Durch. Eben. Das bringt dir der Weihnachtsmann nicht. Das wusste nie Mod bei uns. Genau. Machen wir von den Zeugnisnoten abhängig. Ja, genau, wie sich das gehört hat. Genau, schön Bewerbungsgespräch. Oh Mann. Zack, zack. Na komm. Ja, genau. So viel dann dazu. Jahresmitte. Ich hoffe, der Sommer wird nie so heiß. Bis jetzt ist es okay. Schön. Was hast du gesagt? Schauen wir mal, es wäre schön. Wenn er heiß wird? Nee, wenn er nicht zu heiß wird. Ja. Aber es geht ja schon wieder bergab. Mit Temperaturen? Oder was meinst du? Naja, Sommeranfang, Sonnenwende ist. Ach so, meinst du das? So hab ich's nie gemacht. Nee, ich hab mir jetzt auch gerade überlegt, was? Was macht ihr hier? Was? So. Und so Sachen sind dann halt. Sind's, ne? Ja, die Sommerwende ist schon da, das ist richtig. Wir befinden uns, abnehmend. sieht komisch aus, die Ecke. Ja, ist Wurst. Ja, ist es auch. Wo muss man jetzt hin? Wo ist denn der Stift? Über das Wasser, darüber. Ach, der Stift ist schon weg. Den hab ich weggemacht. Der Ach, wir stand sind hier. Schon genau hier. Da. Wir Was sind ist der schon Stift? Hier. Wo ist der Stift hin? So vielleicht. So sieht's besser aus. Ich würde hier fast sagen, wir bauen hier wirklich eine ganz diagonale Brücke ohne irgendwelches Rumgeschlängel, was es uns wieder schwierig macht. Ja, warum nie? Warum nie? Also, eine normale Brücke halt. Ich kann ja hier auf der Ebene losgehen, beziehungsweise gucke ich mal, wo die da drüben die Ebene aufhört, weil ich bin ja mittlerweile. Jetzt hier gestartet. Ach doch, auf erhöhter Ebene. Okay. Oh, ich bin jetzt auf der Höhe hier und jetzt gucke ich mal, wo wir da drüben rauskommen. In der Höhe. Ja, das ist zu schmal. Hier, auf der Höhe kommen wir raus. Okay. Weil die kann ja so ein bisschen nach oben gehen und ein bisschen nach unten am anderen Ende, so mit Treppchen oder was. Das haben wir ja immer. No?
Mal sehen. Ich habe jetzt hier, bin jetzt hier diagonal fast geflogen. Mal sehen, ob man an dem Sockel rauskommt, wo ich bin. Ich glaub's bald nie, aber keiner führt der normale Trampelfahrt rüber. Nee, oder? Das war jetzt nur die Anzeichenerde. Ja. Ja, die können wir ja außen. Slappies drauf oder was. Können wir ja außen mit was umranden oder so. Oder so, ja. Willst du ein paar Schlängelinien reinmachen? Nö. nö. Möchte ich nicht. Nö. Straight on, gerade Brücke. Von mir aus können dann so ein paar Golden Gate Träger hin, also Hängebrückenträger oder was auch immer. Er hat hängen gesagt. Ja. Ja. Na, gucken wir mal, ob wir mal hier rauskommen. Ach, das ist ja geil, der Anblick von hier dann. Das ist ja cool. Schön. Siehst du gerade meinen Hinterteil und findest den Anblick geil, oder was? No, du hast doch noch eine zweite Webcam angeschaltet, die nur ich sehe. Ja, die man nicht im Stream sieht. Die man nicht... ja. Oh Mann. Nee, man sieht hier schon die Stadtmauer von einem anderen Ding. Das finde ich ach schön. So, ach so. Sieht echt cool aus. Hähnchen. Sehe ich schon Sterne? Wird's dunkel? Nee, es ist, ich habe gerade Time Set Day gemacht. Ich dort noch einen Stern sehe. Gehen da. Nee. Du siehst ja den Leuchtturm da. Sehr gesoffen. Siehst du ja den Leuchtturm da hinten? Und wenn du da nur schräg nach oben gehst, da ist doch ein Stern. Ah gut, du hast ein anderes Texture Pack. Wir haben ein anderes Texture Pack auch noch, ne? Nee. Map. Siehst du, das ist die Höhe, die du drüben hochgegangen bist. Hättest du dir auch fast sparen können. Passt. Mach ich es aber noch eins breiter. Dann muss außen irgendwas hin. Warum du das nicht schon mit dem Stein machst, den wir nehmen? Keine Lust, ey. Naja, dann werde ich mal den Weg dahin zimmern irgendwie. Ja. Dass es da schon das so fertig ist. Sieht schon cool aus, wenn man dann darüber geht. Das Zeus hat er echt geil gemacht. Das sieht super aus. Sieht ganz schön krass aus. Da hat er ganz schön rangeglotzt. Der alte Hühnerschräger, Nigga. So. So. Irgendwoher kenne ich dieses Lied, aber frag mich nie, was es ist. Ich weiß nicht, ich habe ja diese ganzen... Ja, ich krieg's auch gerade nie angezeigt, leider. Naja, wie wilde. Aber das ist, glaube ich, noch von uns irgendwie, also von... Von der Playlist, die du runtergeladen hast. Alles aus dieser Playlist, die du mir da geschickt hast. Digimon, vielleicht? I don't know. Was, bitte? Was? Margo hat das Spiel verlassen. Interessant. Remote Host geschlossen. Also heute liegt es nicht an mir. Von mir war jetzt okay noch drauf. Verbinde zum Server. Okay. Connection lost. Dann, ich mach einfach mal. Ah! Mensch! Mensch! Hi! Irgendwie wollte mir meine Leitung sagen, dass die Folge jetzt auch zu Ende ist. Ach, hier ist alles wieder weg, was ich hier hingesetzt habe. Schön. Das machen wir noch. Nee. Achso, das ist wieder weg. Das hatte ich schon fertig. Ja.
Ja. Will doch. Sollen wir sagen, dass die Aufnahme eigentlich durch wäre? Ach so. Ja. Dann machen wir eben das nächste Mal hier weiter. Genau. Da können wir dann uns eine Brücke überlegen und hin und her. No. Wie die ausschauen soll. Aber wir sind ja ein riesiges Stück vorangekommen, das kann man echt sagen. Ja. Wir haben es ja fast geschafft zu unserem Ziel. Aber mal ohne Mist, wie findest du denn den Anblick zu der Stadtmauer dahinter dann? Ich finde das echt, sieht schon ganz cool aus. Na, hast du da vorhin gesehen, oder? Komm, nö. Bei mir baut sich jetzt erstmal auf. Also ich finde, das sieht schon echt cool aus, wenn du dann von hier auf den Weg kommst, vom Weg kommst und dann siehst du da hinten schon den Turm und... Naja, noch ist es nie so richtig geladen bei mir. Mal kurz warten. Schön den Weg jetzt dorthin führen, das ist geil. Ja. Könnte man dann an die Seiten des Weges irgendwie entweder Felder oder so Gehege mit Tieren oder so. Ja, hier ist wieder ein Vorort, ne? Und? Genau. Irgendwo muss ja auch ein Eingang sein. So schlau waren wir, glaube ich. Ja, hier ist er auch. Und aus der anderen Richtung müsste es doch ähnlich aussehen, wenn man dann an die Bergputze rankommt. Warte mal, bist du noch bei mir hier irgendwo? Nee, ne? Nee. Verdammt. Auf jeden Fall, hier ist der Weg. Folge dem Weg. Ach, du gehst wieder zurück. Okay. Mhm. Nur hier ist halt, hier geht's dann halt durch, der Weg. Ich bin jetzt halt in einer... Es geht die Hauptstraße jetzt halt hier lang, durch die Stadt. Und irgendwo muss der Weg ja auch wieder rausgehen. Hier hört er erstmal auf. Okay. Also muss der dann später hier weitergehen? Und dann in Richtung Weihnachtsdorf durch den Dschungel oder irgendwo war das dann, glaube ich. Genau. Aber gut. Das ist ja nicht schlimm. Da geht der Hauptweg hier durch. Das ist doch cool. Gut. Ich stelle mich wieder zur Brücke. Sonst weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich war beim nächsten Mal. Jetzt muss ich wieder mein GPS anmachen. Hier lang muss ich. Schön, schön. Obwohl, den Weg kann man ja ruhig nochmal abfliegen. Kann ich ruhig auch mal machen. Oh. Genau, ich laufe hier gerade. Okay, ich bin die Drohne. Uch, rum. Ich bin einfach die Drohne. Seh dich noch nicht. Seh dich nicht. Doch, jetzt sehe ich dich. Echt? Ich dich nie. I see you. Ich weiß, ich bin getarnt. Ach so. So. Hier geht's dann rum und hier ist der Weg. Und der führt dann natürlich in die Bergfestung, das ist klar. No. Hast du recht. Das geht dann hier der Hauptweg durch den Marktplatz. Aus der Bergfestung, aus dem Hauptausgang müssen wir mal noch zum Dorf gehen. Und dann geht's wieder hier raus, genau. Da führt der Hauptweg sozusagen nur ein Stück durch die Bergfestung. Das ist aber okay so. Entweder so, nur oder wir machen den eben in die Bergfestung rein und noch vor der Mauer noch einen Weg gut lang. Er kann sie auch splitten, mein Gott. No. Irgendwie so. Und dann haben wir noch hinten in der Bergfestung einen Ausgang, der noch nirgendwo hinführen wird erstmal, aber da kann ja dann auch noch was passieren. Da wird auch was passieren, sicherlich. No. Cool. Sieht schön aus. Cool. Warum stelle ich mich jetzt wirklich wieder zur Brücke? Nettes Projektchen. Bisschen ausschweifend. Aber vorbereitend muss für die Zukunft. Werden, mal. Ja. Ja. So. Wo bist du jetzt abgeblieben? Ich schweb hier irgendwo rum. Ach so. Na gut. Dann erstmal bei YouTube bedanken wir uns fürs Zuschauen, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao, ciao.